So, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Legend of the Keepers. Wir spielen das DLC Return of the Goddess hier auf Greedy Germans. Vergesst nicht, lasst gerne ein Like da, abonniert und kommentiert, wenn euch das Ganze gefällt. Wenn die Moral noch passt, freuen wir uns natürlich darüber. So, es geht weiter. Wir haben sehr knapp überlebt gerade eben. Mal gucken. Unsere Regeneration haben wir ein bisschen erhöht dafür. Das war eine knappe Kiste. Mal gucken, wie es weitergeht. Ereignisse meide ich gerade eher. Ich habe so schlechtes Fleisch gekauft, falls ihr euch erinnert. Und ich weiß nicht, ob das irgendwann mal zurückkommt. Fallen verbessern. Ich guck mal, was beim Händler so abgeht. Oh, noch eine Sphinx, ey. Sphinx ist nicht schlecht, aber noch eine davon. Kaufen wir so ein Krieg hier. Dann gehe ich mal zum Schwarzmarkt. Gucken, wenn ich hier verticken kann, ey. Wen verkaufen wir? Bist du? Ah, die ist eigentlich ganz geil. Wer ist denn nicht so viel wert? Also, nicht so viel wert ist gut. Die Level 1er hier bringt uns nicht so viel, wenn sie nicht geskillt ist. Ich meine, die ist geil, die Level 2er, aber hier ist ja auch. Muss ich eigentlich noch wen zum Doktor schicken hier? Ah, das kann ich nicht jetzt machen, okay. Jemanden verticken hier. Ist auch immer schwierig, ne? Der macht halt auf alle. Aber ich finde, so wertvoll ist der gerade nicht. Passt auch nicht in unser Mummi-Set hier, ehrlich gesagt. Ah, ich konnte nur einen verkaufen, okay. Vermiete ein paar Fallen. Das ist eigentlich das Einfachste, oder? Um Kohle zu machen? Was wollen sie denn haben? Ja, natürlich. Im Rahmen seiner Vertriebsstrategie würde die Dungeons Company gerne einen Teil deiner Ausrüstung nutzen. Mit deiner Hilfe sollte diese Aktion nur wenige Wochen dauern. Natürlich wirst du für die Dauer der Nutzung entsprechend entschädigt. Ja, dankeschön. Dann machen wir das hier, wa? Ah, die gute kann ich nicht abgeben. Hier kann ich eine von abgeben, aber das ist in Ordnung. Wir brauchen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich kann nicht nochmal trainieren, bevor ich da bin, ey. Eisendreck. Ich dachte, ich könnte jetzt nochmal irgendwie trainieren. Dann gehen wir zum Therapeut. Gucken, dass alle fit sind. Die haben wir da. Kein Level 2er hier. Shit, 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 shit. Vorne. Vorne. Ah, da ist auch jeweils einer, okay. Das ist auch der. Ja, okay. Haben wir eine Wahl? Nope. Also ja, eigentlich schon, aber. Helden. Zwei Helden und ein Sternchen, ey. Ach du Scheiße. Belohnung selten. Alles oder nix. Oder was? Champion. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Das erfahrt ihr nach der Pause. Nein, das erfahrt ihr jetzt. Wir gehen rein. Immer rein. Vielleicht war es das auch. Tja, dann welchen Gott spiele ich denn? Oder welchen Dungeon Master spiele ich denn als nächstes? Nein, wir schauen mal. Oha. Der Champion, Sildanir. Der hat ordentlich Leben, ja, wenn wir uns ihn so angucken. Flammenschild. Erzmagier. Erzmagier noch wird. Ha! Ach du Scheiße, ey. Seine Passiven sind auch krass. So, was ist mit den anderen beiden? Vorne. Wo greift er an? Vorne. Ah, oh, Scheiße, ey.
der Hinten. Ah, der kann Moral wiederholen, der Sausack. Sausack. Eisschaden vorne, Naturschaden vorne. Sphinx, wie sieht's bei dir aus? Eis aus. Alles gut. Und er macht hinten Luftschaden. Ja, Sphinx nach vorne. Ehrlich gesagt, den hier. Hau ich dann in die Mitte wahrscheinlich. Kann ich irgendwas für den da machen? Wahrscheinlich nicht. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ah, die kriegt auf den Sack von dem Typen, ey. Auf jeden Fall nehmen wir ihn mit rein. Wer hat denn so ein bisschen Luftwiderstand? Oh, er hat Luftwiderstand. Wieder schnell vorne ihn runterballern oder mit der Moral? Müssen wir auf jeden Fall. Welche Strategie fahren wir? Er hat voll Luftwiderstand, aber der macht 53 Luftschaden, ey. Er hat nur 80. Krass, ey. All in. All in. Versuchen seine Moral so runterzuhauen, wie wir können. Eis minus 40, das ist Scheiße. Scheiße ist das doch. Die ganzen guten Tanks sind vorne. Also weiter, der hat am meisten Leben. Versuchen ihn hier noch reinzuballern. Versuchen vorne seine Moral wegzuhauen. Moment. Dann mach mal weg hier. Zieh dahin. Geh dahin. Hoffentlich. Das wird eine harte Nuss. Seid gespannt. Ich bin es auch. Eieieiei. Oh, kriegt schon so derbe auf den Arsch, ey. Gucken, dass ich den erst wegwerfe. Aber die machen alle so einen Scheißschaden, ey. Die machen alle so einen Scheißschaden. Eieieiei, oh. Nicht ins Gesicht. Die lebt noch. Sehr gut. Oh, der wird sich gleich Moral zurückholen, das weiß ich, ey. Immerhin konnte sie das noch einmal tanken, ey. Das ist gut. Der kriegt gleich wieder Moral wieder. So ein Mist, ey. Ja, da hat er seine Moral wieder gekriegt. So, Moral wieder runter. Gefühlt ein Tropfen auf dem heißen Stein, oder? Oh, der hat gesessen. Komm schon. Was ist los, Großer? Oh.
Wir haben den Held verjagt, ey. Also den Champion. Den Champion. Ich würde sagen, dass wir das Schlimmste hinter uns haben, aber... Ah, noch kann alles passieren. Buh. Läuft auch. Nein! Echt jetzt? Wieder so einer, der noch... 5 hat er noch, ey. Oh. Okay, jetzt ist er abgehauen. Ja, dann Mama. Wir hauen seine Moral runter. Oh, bitte nicht so doll, nicht so doll. Oh, nicht so doll. Scheiße, scheiße, scheiße. Knappe Kiste. Oh, ein noch. Oh, der hat auch gesessen. Yes! Puh. Krasse Scheiße. Also, wir leben am Limit, würde ich sagen. So muss es sein. So muss es sein. So, was sind unsere Belohnungen, ey? Höllischer Wächter. Geile Meile, ey. Der ist krass. Oh. Was macht er? Der ist echt nice. Elliot ist halt mega, der Tank, ne? Ist halt echt. Der ist nur gegen Eis schwach. Und er hier? Feuer und Rüstung. Ist sehr schwach. Was bringt das Füllhorn? Monster haben 20% Chance, einen kritischen Treffer zu landen. Plus 50% Schaden und Moral. Ha. Das ist auch geil. Ehrlich gesagt. Oh, ich hätte ja gern so einen in Mumie gehabt, ne? Aber das Artefakt ist auch mega. Aber 20% ist gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Oh. Der ist nice, der ist aber auch nice. Ene, mene, mu. Das ist echt so ein Fettsack, der vorne alles wegtankt, ne? Der geht halt immer eher in unser Demoralisieren mit ein, ne? Mann, 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 das macht's mir hier auch nicht einfach. Nimm die. Oder nehmen wir die Keule? Seine Geschwindigkeit 20, seine ist 50. Ja, dafür hat er. Wir nehmen ihn. Der hat am meisten Leben. Yay. Sauber. So, das war auch schon wieder die Folge. Krass am Limit hier. Fast gestorben wieder. Ich freue mich natürlich darüber, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Like da, ein Abo und vergesst nicht zu kommentieren. Und wir sehen uns dann hier wieder auf Greedy Germans, wenn es das nächste Mal wieder heißt Legend of the Keepers. Bis bald!